treue liebe Zielgruppe zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir zeigen euch ein weiteres Fahrzeug hier auf der Messe, auf dem Carver-Salon in Düsseldorf. Und zwar von Westfalia, den Columbus 601D. Richtig schönes Fahrzeug. Mehr davon zeigt euch Stefan. So, dieses Fahrzeug ist natürlich ein Vorserienmodell, das will ich gleich dazu sagen. Was uns gleich auffällt hier vorne, es gibt hier eine Warmwasserfußbodenheizung. Wie innovativ, cool, mega gut. Ja, dadurch, glaube ich, fehlt auch hier der Tisch drin, ne? Der kommt natürlich noch später. Wir haben hier unter ein großes Fach, auch die Steckdosen zu der Seite sind da. Das ist super für uns alle, dass wir auch dort unsere Fahrzeuge oder beziehungsweise unsere Sachen laden können, denn jeder hat ja auch ein Handy. Ja. Das Basisfahrzeug ist hier der Fiat, der neue natürlich, Westfalia-Logo gleich auf dem Lenkrad mit drauf, finde ich richtig schick gemacht. Was hier auffällt, ist ein lichtdurchflutendes Panoramadach. Rechte Seite haben wir hier schöne Ablagemöglichkeiten, linke Seite genauso. Wir haben hier eine Glanzfront hier vorne, die Drücker sind hier mit Touch bedienbar, wirklich sehr cool gemacht. Dann haben wir über der Dinette zwei große Fächer, diese großen Fächer, also da passt wirklich viel rein, weil die echt extrem tief sind, habe ich selten in Fahrzeugen so gesehen. Dann haben wir natürlich hier die große Sitzbank, hier auch mit der Westfalia Aufzug, also aufgenäht, das sieht richtig klasse aus. Dann kann man wohl hier diese Sitzbank, denn da steht es, zu einem Sitz umfunktionieren. Das wird Ganze rausgebracht und dann hast du halt noch mal ein bisschen mehr Staufläche. Ja, zur linken Seite hier haben wir den Küchenblock. Am Küchenblock befindet sich auf der Seite ein kleines Brettchen. Dieses Brettchen ist natürlich für... Jetzt muss ich mal gucken, wie das hier wieder reingeht. Ach so, ich glaube ein bisschen hoch und dann wieder runter. Mit zwei Händen geht das immer einfacher. Dann haben wir noch an der linken Seite noch Staufächer und ja, was natürlich hier ist, ein riesengroßes schönes Fach fürs Kochen. Dann haben wir rechts noch eine Möglichkeit, ein tiefes Waschbecken. Das muss man sagen, hier hätte ich mir vielleicht noch ein Schneidebrett draus gewünscht, aber wer weiß, es ist ein Vorserienmodell, es kann ja noch kommen. Tja, was haben wir denn hier? Wir haben hier unwahrscheinlich viele Schubladen, denn es sind vier Stück an der Zahl. Einmal für Bestecke, auch selten gesehen, dass es vier Schubladen gibt. Dann für Teller, darunter haben wir nochmal für vielleicht Töpfe oder sowas und darunter vielleicht noch für Krimskrams oder umgekehrt, wie auch immer man das befüllen möchte. Zur linken Seite an der Küche, wir haben hier eine wirklich sehr, sehr große Arbeitsfläche. Hier ist die Schaltzentrale mit vielen Schaltern und natürlich auch nochmal USB. Zur rechten Seite ein kleines Fach, das kann man hier hochklappen und über dem Kochfeld oder beziehungsweise über der Küchenzeile ist natürlich noch ein großes Staufach, damit man auch noch ein paar andere Gewürze und so weiter mitbringen kann. Dann haben wir einen großen Kühlschrank. Hier ist in dem Fall ein Kühlschrank von okay, kenne ich nicht, also ist ein Italiener, Vitri Figo, ich weiß nicht, wie es richtig ausgesprochen wird, verbaut. Ja, es ist ein Kompressorkühlschrank, das Ganze mit einem Eisfach, also auf jeden Fall von der Größe her ausreichend. Hier haben wir noch sozusagen einmal die Möglichkeit, das Ding hier wegzunehmen, dann kann man auch durchladen. Hier unten befindet sich die Trittstufe, die ist gleich gelöst mit einem kleinen Fach, dass man da auch noch mal was einstauen kann. Und was ich jetzt von dieser Seite hier schon sehen kann, ich mache mal Licht an, es sind hier diese Federteller verbaut, also wirklich ein guter Komfort. Dann schauen wir uns doch mal das Bad an. Von außen sieht man ja schon einen richtig großen Spiegel, aber von innen ist das Ganze nochmal. Auf der linken Seite haben wir hier einen Türstopper, also so, dass der Spiegel und so weiter auch nicht kaputt gehen kann. Dann schauen wir mal rein ins Bad. Also zwei große Spiegelfronten schauen einen gleich an. Hier befindet sich hinter Ablagemöglichkeiten. Auf der linken Seite hier, das Ding kann man natürlich nochmal runterklappen, hier reinhängen, dann kann der Spiegelschrank auch besser aufgemacht werden. Unterhalb befinden sich hier noch ein paar Ablagemöglichkeiten, natürlich hier das große Waschbecken. Die Dusche ist hier extra, hier haben wir den Haken dafür und wir haben hier eine Tedford-Toilette, jetzt habe ich es. So, dadurch, dass hier hinten Lamellen sind, vermute ich, wird dieses Fahrzeug mit einer
eine Heizung, einen Vektor sozusagen beheizt. Das ist auch so, denn hier haben wir auch eine andere Möglichkeit, denn wir haben hier eine andere Heizung verbaut. Hier ist eine Warmwasserheizung verbaut, also eine Umwälzung wie eine Alde, nur auch halt von Diesel, auf Dieselbasis. Von welchem Hersteller konnten wir leider bisher noch nicht rausfinden. Ein Haken auf dieser Seite und hier nochmal Aufhängungsmöglichkeiten für Kleider. Die hängen natürlich hier ins Bett rein. Damit muss man halt rechnen. Ansonsten Staufächer hinten, rechte Seite eine ganze Menge und zur linken Seite ist das genauso. Und ja, hinten die Türen sind natürlich auch nochmal Staufächer oben drin. Vielleicht Ablagemöglichkeiten für Handy oder so. Die Bettengröße, die blenden wir euch jetzt hier mal ein. Ist auf jeden Fall ein Querschläfer und ich finde, sieht zumindest sehr gemütlich aus. Könnte ich mich gleich reinlegen. Was wir gerade noch gelesen haben, der Tisch, der fehlt hier einfach, weil das Bett hier vorgestellt werden soll. Also das heißt, das patentierte Bett, was man da nochmal ausklappen kann. Dann haben wir hier die Frischwasserbefüllung zu der Seite. Und natürlich einmal ringsrum ist auf dieser Seite dann der Stromanschluss. So, dann haben wir noch die Kassettentoilette und unterhalb des Fahrzeuges, da ist ein kleiner Rüssel, nämlich dieser hier. Das ist in dem Fall die Heizung, die Dieselheizung, die dort ihren Auspuff hat. Die Staumöglichkeiten hier im Kofferraum, die sind scheinbar irgendwie unendlich. Also so sieht es beinahe aus. Zur der Seite haben wir die Möglichkeiten, Wasser abzulassen und auch das Frischwasser abzulassen. Also den Boiler dann zu entleeren. Rechte Seite ist dementsprechend hier in dieser Front der gesamte Wassertank. Dann haben wir hier alles schön isoliert. Das ist wirklich gut. Und der Fußboden, der zieht sich vom Fahrgastraum vorne natürlich nach hinten runter. Wie gesagt, diese Bretter, die kann man rausnehmen, dann kann man natürlich auch durchladen. Die Möglichkeit gibt es hier. Und zur linken Seite haben wir noch Ablagemöglichkeiten. Und auch hier ist diese Warmwasserheizung ja verbaut in dem Fahrzeug, also gibt es hier auch einen Konvektor. Ja, Stefan, Fazit zum Bestfahrjahr. Tja, also mir kommt das sehr, sehr komfortabel vor, sehr hochwertig verarbeitet, muss ich schon sagen. Also gute Materialien verbaut, das muss man schon echt lassen. Ja, mir gefällt das ziemlich gut. Genau, wir sind beim Columbus 601D. Er kostet im Grundpreis ca. 64.000 Euro, also man merkt schon ein höheres Preissegment. Und kostet, so wie er hier steht, auch Messepreis, Vorsicht, ne, das ist Messepreis, ca. 85.000 Euro. Wie gesagt, ist die gehobene Qualität. Es geht noch viel teurer. Die haben wir jetzt nicht gezeigt. Genau. Also, aber es ist ein schönes Fahrzeug. In der Van-Klasse muss man auch eins sagen, eine Warmwasserheizung ist eher selten. Habe ich noch nicht oft gesehen. Und von daher, wer halt dieses Wohlgefühl der Warmwasserheizung lieber haben will, ist, glaube ich, hier genau richtig aufgehoben. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.